Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, es ist Spieleabend und ich zocke alle NES-Games dieser Welt. Und heute müsst ihr euch warm anziehen, denn wir gehen snowboarden mit Heavy Shredding. Ich bin gespannt. Ich kenne das Game wie so oft nicht. Mal sehen, Snowboard von NES habe ich noch nie gemacht. Okay, hier können wir uns einen Kurs aussuchen oder auch noch nicht. Ah, es gibt hier 1 Downhill, 2 Slalom und ja. Eigentlich hätte ich gerne Downhill. Ja, Downhill, sehr gut. Downhill, das ist meine Disziplin. Okay, runter, rauf, geht. Grafik ist eigentlich ganz nett. Sound ist okay. Das ist schwierig. Schon auf der Schnauze gelegen. Ja, die Steuerung, da muss ich noch ein bisschen üben, das sehe ich schon. Okay, geht schon. Mal schauen, was die anderen Tasten bringen. A. Was ist A? A, B ist hüpfen. A ist irgendeine andere komische Bewegung. nein. Wieso denn? Ah, man darf nicht zu weit unten. Wenn man unten ist, kommt man nicht mehr gescheit drauf. Okay. Merke ich mir. Ah, hüpfen und eher weiter oben fahren. Gecheckt. Mhm. Ah, das ist der Baum. Oh, mei. Ich dachte, da komme ich drüber. Die Hitbox war doch zu groß. Okay. Mal schön in die Knie gehen. Wow. Ah, schon wieder der Baum. Okay, ich muss das anders angehen. Ich muss den Baum vielleicht ganz. Ich fahre noch weiter oben. Ich versuche es noch weiter oben. Bin schon wieder Game Over. Okay. Gleich nochmal. Ja, es ist nicht ganz so einfach wie erwartet. Vor allem das Gameplay ist doch stark steuerungsabhängig, also es geht eigentlich nur darum, diesen Parcours irgendwie zu schaffen. Einmal stürzen, instant tot. Mit hätte ich jetzt vorher sonst auch nicht gerechnet. So, da oben, schön oben fahren, da unten und jetzt rauf. Ja, geschafft und ja. Da runter. So, den wollen wir oben. Dann müssen wir da runter. Nicht nimm doch oben. Was? Was zum Geil, was ist jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Ich hab's nicht gecheckt. War zu schnell. Ja? War ich zu langsam? Vielleicht war ich zu langsam. Das könnte ich mir vorstellen. Ich muss darauf. Bach gestürzt. Naja. Ist das sehr angetan? Muss ich sagen, bin ich davon nicht. Schneller werden. Meine Knie gehen. Schneller werden, nicht langsamer, komm an. Wie habe ich denn das überlebt? Komm schon, geh in die Knie, gib Gas. Und jetzt langsam. Geht schon. Na, ich habe nur. Okay, ich habe nur 30 Sekunden Zeit oder so. Ah, war ich zu schnell unterwegs. Ah, die Steuerung ist echt heikel. Die Steuerung ist wirklich heikel. Ja. Habe ich nicht damit gerechnet, dass das so ein Game ist. Ich habe irgendwann mit so Tricks gerechnet und so. Und dass das einfach nur so ein Meister die Steuerung und verzweifelt nicht dran Game ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und kann ich da am Anfang vielleicht irgendwas anderes auswählen noch?
Ich möchte noch eine andere Strecke auswählen. Select. Nö. Rauf, runter, auch nichts. Start. Okay. Okay. Scheint so, das könnte man am Anfang nicht auswählen, außer dieser Strecke. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Slalom super schwer sein muss. Komm schon, komm schon. Ja. Ah, so knapp, so knapp, so knapp. Ja, irgendwann greift es nochmal dann da. Ich weiß nicht, wieso das jetzt nicht der Fall war. Ah, schon wieder die Tanne geschnupft. Besuch bei den Zwergen hinter den Bäumen. So, weiter geht's. Komm, runter mit dir. Steuer runter, noch mehr runter. Ah. Wieso vom Millimeter auf den Millimeter kommen? Weiß nicht, ich finde, das macht wenig Spaß. Komm, gib Gas. Dass die Steuerung so super träge ist, die reagiert Ewigkeiten später. Ewigkeiten. Na, mein Highscore war 2300. Naja, die werde ich, wo ich die nochmal knack. Schauen wir mal. Puh, jetzt wird's zart. Okay, kannst du mit Humor nehmen. So, gehen wir nochmal den Baum suchen. Oder unter der Brücke schlafen. Was wird es diesmal? Ah. Wieso? Wieso? Wieso rutscht nach unten, wenn ich eh schon rauf drück? Komm schon. Voll den Ast in der Schnauze. Schön weit oben. Rauf, 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 rauf. Nicht so weit rauf, du Blödel. Nein, ich hab's nicht drauf. Ich hab das Spiel einfach nicht drauf. Heavy schreien. Ja, Heavy. Heavy ist zutreffend. Einfach so kurz drücken, das hilft gleich mehr. Ja, das ist. Boah, was. Oh Mann. Okay. Einmal muss ich noch, bis die 10 Minuten vorbei sind. Ah, so. Ja, bei manchen Spielen macht es weniger Spaß. Ich würde das Spiel ja gern mögen, aber ich tue mir schwer. Ich würde es gern gut finden, aber die Grafik und Sound passt eigentlich. Das Konzept passt auch, aber die Steuerung, weiß nicht, vielleicht gewöhnt man sich irgendwann mal dran. Ja, komm, schnall dich an, gib Gas. Weil man so langsam fährt. Das. Nein! Jetzt ist er abgesoffen. Abgesoffen, die alte Schnapsdrossel. So. Genau in dem Moment stellt er sich um, stellt sich die Lenkung um. Wieso tut es das? Genau bei einem schwierigen Part nämlich. Nicht irgendwann vorher, wo es eh wurscht ist. Komm schon.
Ja, jetzt bin ich super langsam, jetzt geht mir dann wieder die Zeit aus. Ist egal. Ja, bitte hab mich doch gern. Ja, Game Over. Das war's jetzt für mich, Leute. Das war's jetzt für mich mit Heavy Shredding. Genug geschreddet für heute. Endstream, bitte. Danke. Ja, das war Heavy Shredding am NES Snowboard Action. Naja, so viel Action war's gar nicht. Das wäre mehr ein vieles Fluchen. Gut, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Da unten könnt ihr abonnieren, falls ihr das nicht schon getan habt. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe nämlich schon sau viele NES-Games gezockt. Und über einen Daumen hoch, da freue ich mich natürlich auch immer. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.